Guten Abend, mein Name ist Andreas Boxleitner und in meinem heutigen Video geht es um das Thema Sport. Anfänglich wurden ja Leute, die als Hobby Sport gemacht haben, noch verspottet. Deshalb auch der Name Sport. Inzwischen ist Sport aber in der Gesellschaft anerkannt und manche machen das auch beruflich für viel Geld. Das können aber nur die, die ihren Körper ständig an die Grenze der Leistungsfähigkeit bringen und manchmal auch darüber hinaus. Man könnte deshalb Profisportler auch Gladiatoren der Moderne nennen. Außer Manuel Neuer, der wäre eher ein Prätorianer. Apropos Manuel Neuer, eine der beliebtesten Sportarten ist ja das Fußballspielen. Da kennen sich vermutlich alle besser aus als ich. Ich habe zum Beispiel früher immer gedacht, Füße gehen zum Tanzen zum Fußball. Deshalb heute nur ein Tipp: Fußballplatz ist kein Imperativ. Sport hat inzwischen einen starken Einfluss auf unsere Gesellschaft. Das mündet teilweise in einem regelrechten Fitnesswahn. Immer mehr Menschen legen zum Beispiel die Strecke von ihrem Autostellplatz bis zu ihrer Haustür zu Fuß zurück. Und auch Erfolge von Profisportlern beeinflussen unsere Gesellschaft. Dank Boris Becker und Steffi Graf wurde zum Beispiel vor 25 Jahren Dennis einer der beliebtesten jungen Namen. Eine andere beliebte Sportart ist das Laufen, auch in Wettkämpfen, zum Beispiel bei Marathonläufen. Die gibt es inzwischen als Volksläufe weltweit, regelmäßig in jeder größeren Stadt. Das ist für viele ein bisschen wie der Stierlauf von Pamplona. 50.000 Läufer laufen eng zusammengequetscht eine Straße entlang und hoffen, dass sie der Besenwagen nicht erwischt. Dabei ist das Ziel eines Marathonlaufs ein ganz anderes, nämlich 50.000 Menschen versuchen, den Mann zu überholen, der hinter einer Gruppe von Äthiopiern und Kenianern herläuft. Und die Angst vor den afrikanischen Läufern ist extrem groß. Sobald einer am Start steht, weiß man schon, dass man praktisch nicht gewinnen kann. Sogar wenn er nur bei den Zuschauern steht, blind ist, nur ein Bein hat und das auch noch eingegipst ist. Da bleibt so eine Grundangst, was, wenn der jetzt doch mitläuft und gewinnt. Frauen laufen übrigens langsamer als Männer. Außer es sind schnelle Frauen, dann laufen sie schneller. Und für die Ausstattung der Hobbyläufer gibt es inzwischen eine ganze Laufindustrie. Da gibt es Laufzubehör wie Pulsmesser, Trinkflaschen, Funktionskleidung und besonders wichtig natürlich die Laufschuhe. Die gibt es für den wenig ambitionierten Anfänger schon für wenige hunderte Euro. Und da gibt es Wettkampfschuhe. Die sind teilweise so leicht, dass die praktisch gar kein Gewicht mehr haben. Ich habe mal solche Schuhe ausprobiert und als ich losgelaufen bin, habe ich erst gedacht, ich hätte vergessen, meine Schuhe anzuziehen. Und nach 50 Metern habe ich dann gemerkt, dass ich es tatsächlich vergessen hatte. Und das Dumme beim Laufen ist, dass man umso weniger erschöpft aussieht, je trainierter man ist. Da kommt man dann vom Marathonlauf zurück, total erschöpft, will in seine Wohnung ganz oben im 20. Stock und dann ist irgendwas in dem Haus passiert und der Lift ist von einem Sanitäter versperrt, was ja noch ganz okay wäre, aber wenn der dann sagt, nehmen Sie die Treppe, das ist gesund, dann weiß jeder, der schon mal einen Marathon gelaufen ist, wo hier der Witz ist. Aber ein Marathonlauf ist schon ein fast unbeschreibliches Erlebnis. Für viele ist das einmalig. Im Ziel sind alle erschöpft und glücklich. Das wochenlange Training hat sich ausgezahlt. Und hinter dem Zielbereich, da gibt's alles zu essen und trinken, was man sich nur vorstellen kann. Bananen, Müsli, Bananen, Suppe, Bananen, Müsliriegel, Bananen, einfach alles. Und zu trinken gibt's Wasser, Cola, Limonaden, Malzbier, Suppe, auch einfach alles. Nur wenn man Lachs, Häppchen und Sekt bekommt, dann sollte man sich vergewissern, ob man wirklich im Ziel ist und nicht versehentlich unterwegs bei einer Vernissage Halt gemacht hat. Immer kann man sowas natürlich nicht machen
die aktive Zeit bei Wettkämpfen mitzumachen ist besonders bei Profiläufern relativ kurz, wenn auch bei Langstreckenläufern noch länger als bei Kurzstreckenläufern. Und deshalb müssen die immer eine Alternative haben, wenn sie mal nicht mehr laufen können. Profis aus anderen Sportarten natürlich auch. Und zum Beispiel ein Profisurfer, dessen Brett zerbrochen ist, kann sich oft nur noch mit Taxifahren über Wasser halten. Das war's dann auch schon für heute zum Thema Sport. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.